Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Die Campus-Tüten sind wieder da und ich möchte euch den Inhalt gerne zeigen. Wenn euch das interessiert, wie immer, schnappt den Kaffee und Keks und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Irgendwie Bock auf Campus-Tüte und habe dann gleich geshoppt. Und diesmal habe ich Flensburg mir ausgesucht. Ich habe, glaube ich, noch eine bestellt. Kann euch jetzt aber momentan gar nicht sagen, welche. Aber Flensburg wollen wir jetzt mal unboxen. Und ich habe auch schon ein bisschen was gesehen. Ihr bekommt ja zwei solche Tüten. Die kosten gar nichts bis außer Porto. 9,95 Euro zahle ich da. Ja, ich muss auch wieder schimpfen. Und das sind zwei Stück. Das ist die Friends Edition. Die haben natürlich auch andere Tüten. Schaut einfach mal auf die Webseite. Und ich habe euch alle meine Boxen immer unten in der Infobox verlinkt. Sie leben hauptsächlich durch Werbung und früher war es jetzt so, zu einem Semesterbeginn haben die Studenten immer die Tüten bekommen, da ist Werbung drin. Da können sie sich durch die Produkte einfach mal durchlassen. Das heißt, wir haben hier jede Menge Werbung drin. Die schaue ich mir nachher in Ruhe an, aber ich finde das grundsätzlich eigentlich nicht schlecht. Übrigens, das Kleid kennt ihr, das ist das Shein-Kleid. Ich habe mich reingequetscht. Ich sage euch, das war sehr knapp, aber ich darf halt aus den Campus-Tüten nichts essen. Bekanntes Produkt Mosalise ist wieder drin. Der eine sagt, der andere sagt, okay, ich bin Team okay. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Bier trinkt. Ich habe tatsächlich über 20 Jahre kein Bier getrunken und mittlerweile juckt mich das gar nicht, aber ich muss davon immer so viel pinkeln. Einen Tee haben wir wieder drin. Wir machen heute auch ein bisschen schneller, weil das Video soll ja nicht so lang werden. Und zwar, das ist von Messmer. Das ist so ein kalter Tee zum Aufbrühen. Finde ich richtig gut. Der schmeckt richtig fein. Zwei Produkte gehen wieder weiter, weil die kenne ich tatsächlich schon und sind beide für unseren Haushalt nix. Und zwar einmal von Milram, den Kakaodrink und den Alpro, so ein pflanzlicher Drink. Wir sind da raus, wir können das nicht sehen, nicht mehr trinken und wie auch immer. Mögen wir einfach nicht. Aber naja, aber das nächste Produkt finde ich richtig gut. Und zwar von Schaumer, das Fresh It Up. Ich habe davon den Conditioner und habe immer gedacht, oh, ich habe das Shampoo nicht oder oh, mi. Jetzt habe ich das Shampoo dazu und das finde ich richtig schön. Es sieht halt einfach im Badezimmer schöner aus, wenn du Shampoo und Conditioner in einer Verpackung oder Serie hast. Man kann das zwar ein bisschen übertreiben, aber mein innerlicher Monk jubelt. Dann haben wir wieder ein Red Bull Lemon. Den haben wir schon so oft drin gehabt, den finde ich gut, der schmeckt mir, also von dem her ist auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm ist, und zwar von Haferkraft, von Corny, den habe ich heute Mittag auch schon einen weggeschnurpst. Die sehen ein bisschen aus wie alte Kotze, aber sie schmecken nicht schlecht. Es ist nicht jedermanns Geschmack, diese Creme, weil die Konsistenz ein bisschen fragwürdig ist, aber ich finde den sehr schön. Nächstes Produkt wird mal in eine Verlosung von euch gehen und zwar von Axe ein Deo. Mein Mann verwendet kein Axe, ich habe die schon zuhauf als Raumspray verwendet. Ist nicht so unser Produkt, aber auch dieses ist nicht schlimm. Und das erste Produkt oder das letzte Produkt aus dieser ersten Tüte ist von Gatopi spitzenmäßig ein Haaröl. Auch dieses werde ich sehr gern testen, finde ich richtig gut. Und den Inhalt der ersten Tüte, ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich weiß ja mittlerweile, wie befüllt die Boxen sind. Und für mich ist es mittlerweile echt in Ordnung. Mir ist es normalerweise wichtig, dass die Tüten oder die Boxen einen Mehrwert haben. Das hat sie jetzt nicht unbedingt immer, aber ich habe ja eigentlich nur Porto bezahlt. Und wenn dann zu viele Produkte weiterwandern, stellt sich halt manchmal die Frage, ob sich das für mich lohnt. Aber mir macht es Spaß, einfach die Tüten zu unboxen. Übrigens habe ich vergessen, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid. Ich habe schon gesehen, die zweite Tüte hat einen ähnlichen Inhalt, nämlich diesen. Ja, der musste weg, der war schlecht. Dann haben wir drin und zwar ein, ja, das finde ich echt nicht schlecht, so eine Flasche, wo du Nachfüllsachen reinmachen kannst. Sowas liebe ich ja. Vielleicht haben sie sogar noch den Drop dazu. Also nicht schlecht. Und von Starbucks haben wir hier ein Kaffee Latte. Werde ich mal meinen Mann fragen, ob der den probieren mag. Ich trinke sowas nicht, ist nicht meins. Dann haben wir ein Strandmatte-Mattpaste. Okay, der geht mal weiter. Das benutzen wir nicht. Vom Waterdrop haben wir was. Die finde ich tatsächlich echt gut. Mir sind sie immer so teuer. Dann haben wir was drin, was ich auch sehr schön finde. Das feiere ich tatsächlich. Und zwar von der Firma Darf
ein Deo. Ich liebe die Dove Deos, mir gefallen die. Für mich sind die auch in Ordnung. Was haben wir jetzt drin? Okay, jetzt habe ich es mit dem Conditioner, ist aber nicht schlimm. So finde ich, sieht das immer schön aus im Badezimmer. Ja, was nicht ins Badezimmer kommt, ist dieses. Das geht mal wieder weiter. Das nächste Produkt, und zwar ein Duschgel. Ich bin nicht so ein Fan von Duschgel von Belu, aber ich werde es probieren. Packungstechnisch, ja, hatte ein bisschen immer was von Kindern, aber ihr wisst ja, ich liebe mein Trockenshampoo von Belu. Und ja, wieder zwei Produkte, die ihr bereits aus der ersten Tüte kennt, bleiben definitiv für uns, werden aufgebraucht und fertig. 87 Kilo von Werbung. Und das letzte Produkt aus dieser Campus-Tüte, Apricot Shake Repair Spray. Ich habe in manchen aufgebraucht Videos gesehen, dass ihr das gefeiert habt. Deswegen werde ich es diesmal auch probieren. Und das waren die Campus-Tüten. Was sage ich? Bin ich begeistert? Ja, es ist vieles dabei, das ich nicht gebrauchen kann. Das sei jetzt dahingestellt. Ich liebe trotzdem diese Tüten. Bin gespannt auf die nächste, die ich bestellt habe, wie da der Inhalt ist. Und ja, ruckzuck, wir werden ja nicht jünger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu einem Video bei mir. Und lasst mir gerne Liebe da, teilt das Video und kommentiert auch gerne. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt es mir. Ansonsten bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald, bleibt mir schön gesund, eure Heike.